Ja, guten Morgen Deutschland und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Jawohl. Heute am Nationalfeiertag, ne? Hier bei die Frühstücks-TV. Mann, Vierteljahrhundert ist es her, ne? Unglaublich. Als Kind bin ich ja aufgewachsen, kannte ich ja nur die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik. Konnte man sich als Kind irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, wieso es ein und dasselbe Land zweimal gibt, ne? Krass. 89 dann die Wiedervereinigung und richtig angekommen bei uns hier im Wald ist es erst, als ich dann zum ersten Mal einen um die Ecke flitzenden Trabi sah. Da waren wir so verdutzt, als wir dieses lustige, quietschebunte Auto sahen, dass wir einfach alle dieser Autofahrerin gewunken haben und die hat sich total gefreut und zurückgewunken und gehupt. Und dann dachten wir, wow, ein Trabi, ne? So, jetzt ist auch die Wende bei uns hier im Wald angekommen, ne? War irgendwie so das Symbol, weil hier hast du ja sonst nicht so viel mitgekriegt und erst als die ersten Trabis durchs Dorf fuhren, hast du gemerkt, okay, da ist jetzt was, hat sich was verändert. Und wir können schon glücklich sein, dass wir zu den einzigen, zu den wenigen Ländern und Ereignissen in der Geschichte erzählen, wo so ein Ereignis ohne Krieg abgegangen ist. Denn wahrscheinlich zu 99,99% sind in der Geschichte der Menschheit solche große Grenzverschiebungen, landverändernden Maßnahmen immer nur mit Krieg einhergegangen und sind selten friedlich verlaufen. Und tja, siehe Vietnam oder heutzutage noch Korea, auch zwei geteilte Länder. Vietnam kam es zu einem schrecklichen Krieg und Nord- und Südkorea, ja, die hatten damals auch ihren Krieg und seit dort sind hier die Fronten verhärtet und da sieht es nicht so aus, dass es da jemals eine Veränderung geben würde, aber sei es drum. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Heute am Nationalfeiertag schauen wir uns natürlich dann ein klassisches deutsches Messer an. Ja, das passt jetzt ja weniger dazu, habe ich jetzt mehr so ein bisschen vom Style dazu genommen, ne? Der Mackinac Hunter. Ne, amerikanisches Messer, hergestellt in Taiwan. Und ein Victorinox Hunter von unseren Schweizer Nachbarn. Aber hier natürlich ein schönes deutsches Jagdmesser. Schwere Ausführung, mein lieber Scholle, da gehen wir noch drauf ein. Das Böker Jagdmesser. Und da gibt es ja dann immer das. Es gibt ein Duo. Es gibt hier den Dreier, das Triple. Es gibt auch noch ein Quattro, nur mit vier Werkzeugen. Und das bezeichnet eigentlich nur immer die Anzahl der ausklappbaren Werkzeuge. Ne? Hier beim Trio haben wir einfach eine ausklappbare Klinge, eine Säge, obwohl die über zwei Werkzeuge verfügt. Aber bei dieser Namensgebung spielt das keine Rolle. Und den Korkenzieher. Da gibt es dann eben noch das Duo mit der riesigen Klinge, der riesigen Säge. Und wir haben auch noch ein Quattro, wo zusätzlich zu diesen Werkzeugen noch auf einem weiteren Layer noch diese Aufbrechklinge mit der stumpfen Spitze ist. Aber hier geht es jetzt mal hier um dieses Trio. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Geliefert wird es typisch in diesen schwarzen Schachteln, wenn es aus Solingen kommt, ne? Kommt hier in so einem Stoffbeutel und es ist noch ein bisschen Papier dabei. Könnte man mal ausfüllen, Registrierungskarte für eine lebenslange Garantie. Aber hier soll es um das Messer gehen. Sehr auffällig an dem Messer natürlich die Hirschhorn-Griffschalen. Die vordere, sage ich mal, die photogene Seite, wo noch das Logo ist, ne? Und im aufgeklappten Zustand man auch das Logo auf der Klinge hat. Diese Griffschale ist wunderschön. Die Rückseite ist nicht mehr ganz so schön. Aber gut, Horn ist halt ein Naturprodukt, da ist nicht jedes Stück gleich, ne? Das ist ein bisschen arg tief zerfurcht und ist auch sehr schwarz, ne? Da ist noch, wie nennt man das, Bast oder so, vom Horn oder so mit dran, ne? Sehr tief
Sehr tiefe Furchen sind da drin. Aber hat natürlich einen sehr guten Grip, ne? So ein Messer mit so Hirschhorngriffschalen, ne? Das liegt sehr gut in der Hand, selbst bei Schweiß, was ja in der Jägersprache das Blut ist, ne? Das ist halt ein Jagdmesser, mit dem dann der Jäger dann auch mal ein Wild aufbricht. Und dann, wenn das Blut hier rüberläuft, sollte man natürlich auch ein Messer mit blutigen Händen noch sicher in der Hand führen können, ohne abzurutschen, um auf die Klinge zu kommen, ne? Und da ist natürlich ein Hirschhorn ein interessantes Griffmaterial. Zum Reinigen hinterher stelle ich es mir dann nicht so angenehm sauber vor. Aber keine Angst, an dem Messer klebt kein Blut. Hoffentlich. Das stammt aus einer Sammlung. Gehen wir nicht über einen schönen Kaffee am frühen Morgen. Und ja, das gehört zu einem Hillbilly-Video. Und ein Kaffee, ne? Was auch noch stark an diesen typisch deutschen Jagdmessern auffällt, da gibt es ja einige Hersteller in Solingen, die diese Messer in diesem Stil bauen. Ne? Bei Puma gibt es solche Messer, bei Linder. Das sind alles verriegelte Klingen als mit diesem extrem herausstehenden Teil am Ende der Feder. Währenddessen, sage ich mal, im typisch amerikanischen Style, ne? Kennt ihr ja, hier eine Aussparung im Griff ist, um die Feder zum Entriegeln runterzudrücken. Das sind bei den klassischen deutschen Jagdtaschenmesser die Griffschalen glatt und es ist eine Erhöhung am Ende der Feder. Ist nun mal so ein klassisches Stilelement dieser Taschenmesser. Ich muss halt nur sagen, dass es sich eben halt nicht ganz so angenehm führt und benutzen lässt, weil dann eben diese Erhöhungen hier extrem in die Handfläche drücken, ne? Bei diesem Modell sogar sehr hoch, also da könnte man ohne Problem 2 mm abnehmen und man hätte immer noch den mechanischen Nutzen, ohne dass es so ganz so extrem in die Handfläche drückt, ne? Also ich denke, wer wirklich mit so einem Jagdtaschenmesser eine Wildsau aufbrechen will, der hat hier nachher extreme Druckstellen in der Handfläche, ne? Vor allem hätte man können dann die Ecken noch etwas mehr abrunden, dass sich die nicht noch erst recht in die Handfläche drücken. Aber ist so, werden die Messerdesigner auch nichts mehr daran ändern, weil das ist eben so ein klassisches Element dieser Taschenmesser geworden. Ist ja ein Stück weit deutsche Solinger Messertradition und darum werden diese gigantischen Hubbel da hinten auch bleiben, um hier drücken zu können, um die Klinge zu entriegeln. Dann haben wir an diesem Messer noch einen Korkenzieher, ne? Für das wohlverdiente Fläschchen Roten nach der roten Arbeit. Und wir haben an dieser Säge, welche ja nicht immer nur für Holz verwendet wird im Wald, so als Wander- und Automesser, ne? Die Jäger verwenden natürlich sowas auch, um irgendwo beim Ausnehmen des Wild Knochen anzusägen, abzusägen, um sie besser brechen zu können, ne? Ebenfalls eigentlich auch ein jagdlich genutztes Werkzeug und da unten natürlich noch ein Kapsleber, ne? Für das Pilzchen zwischendurch, ne? Weil ich glaube, so eine 100 Kilo Wildsau auseinanderzunehmen ist eine schweißtreibende Angelegenheit, ne? Was interessant ist an der Säge, wir haben hier auf beiden Seiten eine Nagelrille, aber leicht versetzt. Hier, ich sag mal, auf der Frontseite haben wir sie ganz vorne und auf der Rückseite haben wir sie so ein Drittel nach hinten versetzt. Was in dem Fall nicht viel bringt, wenn die Klinge drin ist. Ne? Man kommt also nur über die Seite da dran. Wenn das Messer draußen ist, kommt man hier auch an diese Rille. Naja, was das soll. Man macht ja kaum die Säge auf, wenn die Klinge noch draußen ist. Ne? Tja, keine Ahnung. So hier auf beiden Seiten. An der Klinge, wo man an beiden Seiten hinkommen wird, würde ich es ja noch verstehen, aber bei der Säge kommst du ja auf der anderen Seite nur hin, wenn die Klinge schon draußen ist und mit beiden Werkzeugen draußen. Ich weiß nicht, für was das verwendet werden könnte dann. Keine Ahnung, vielleicht kann uns das ja ein Jäger beantworten. So, zur Klinge als Stahl kommt hier Bökos bekannter 440C zum Einsatz, der sich in vielen Solinger
Produktionen wiederfindet. Hier eingeätzt haben wir Böker stehen, Manufaktur Solingen, 440C Germany. Und hier vorne das Logo und hier unten haben wir auch das Logo, die Kastanie. Daneben steht Böker Solingen Germany Stainless. Wir haben hier dann schöne Messing, Neusilberbacken, würde ich mal tippen. Aber in sehr gelblichem Ton gehalten. Drunter haben wir dann Messingplatinen, 3 Stück. Und vernietet diese schweren, massiven, auf der Rückseite recht rauen Hirschhorn-Griffschalen. Die Klinge ist wirklich extrem stark, habe ich selten so gesehen. Ich hatte mal so das Anso-Taschenmesser, das hatte auch so eine 5 mm Brocken. Aber hier haben wir, wenn ich nicht alles täuscht, eine 4 mm Klinge, jawohl. Genau 4 mm starke Klinge hier im Rücken. Und sie wird nach vorne bauchiger, ne? Und während wir hier eine ganz feine Schneide haben, wird sie vorne auf den letzten 5 mm nochmal richtig dick. Ne? Das Ding ist hier vorne 1 mm breit, die Spitze. Also um ganz sicher zu gehen, dass wenn man hier dann am Arbeiten ist, auf keinen Fall die Spitze abbrechen kann. Ne? Das Messer hat noch den originalen Werksschliff und ist, es hat ein bisschen einen komischen Art von Schliff. Ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Zuerst denkst du, das Messer sei stumpf. Aber ich glaube, das ist eher, weil es hier vorne nochmal breit wird, aber dann das Messer rasiert. Ne? Also hier die Armhaare, hier habe ich schon keine Haare mehr. Es rasiert wie ein Rasiermesser und trotzdem hast du das Gefühl, es ist eine andere Art von Schliff oder Schärfe. Aber ich denke, das ist einfach so, wenn man sich vorstellt, wenn das wirklich jagdlich genutzt wird, was das für eine Beanspruchung für eine Klinge sein muss. Da können bestimmte Jäger ein Lied von erzählen. Ne? Darum auch zum Beispiel, schaut euch mal die jagdlichen Videos vom Jackknife 68 an. Ne? Der steht ja auch immer wirklich auf enorm gute Stähle, die Schärfe lang halten, dass wenn er da jagdlich am Arbeiten ist, das Ding hier nicht schon während einem Aufbruch dreimal nachgeschärft werden muss. Er mag halt auch extrem harte Stähle, dass die Schärfe sich lang hält. Und ich habe so das ein bisschen Gefühl, der ist hier ein bisschen in einem größeren Winkel ausgeführter Schliff, der auf der einen Seite trotzdem scharf ist, aber wahrscheinlich auf längere Beanspruchung ausgelegt ist. Man merkt es ja manchmal, wenn du ein Messer hast, wie zum Beispiel so diese Spyderco Enduras oder Delicas mit dem VG10, ist einfach, muss ich sagen, der extremste Stahl, den ich je in der Hand hatte, oder halt die extremste Schärfe. Ich hatte bisher noch nie was, wo so extremst durch Schnittgut ging wie ein Laserschwert. Das ist dieser VG10 von den Spyderco's, von den dünnen Klingen vom Delica Endura. Und das Ding ist ebenfalls so scharf, das rasiert Haare wie nichts. Aber gehst du durch ein Papier, merkst du, da ist ein höherer Widerstand dahinter, was wahrscheinlich einfach nachher der breiten Klinge und vielleicht diesem, ich weiß auch nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber du merkst es einfach beim Schneiden, das Ding ist scharf, aber es erfordert ein bisschen mehr Druck und ist einfach irgendwie auf harte Arbeit ausgelegter Schliff, sage ich jetzt mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser 440C sehr gut und sehr lange diese Art von Schärfe beibehält. Ja, das ist also mit der Zeit so ein Gefühl, wo du hast, wenn du mit einem Messer schneidest, dann merkst du halt, ist es wirklich stumpf, geht da nichts oder ist es scharf? Das ist oft das, was man auch manchmal bei den S30V habe ich also auch das Gefühl, diese Klingen gehen hervorragend gut durch, während das ein gleich scharfe, ebenfalls rasierende S35VN-Klingen, ich glaube Stefan hat es auch schon mal erzählt, ganz anders durchs Schnittgut gehen. Ne? Das hat vielleicht auch irgendwie mit einem Stahl zu tun, mit der Struktur im Stahl, wie fein so einer ist, die Karbide da drin, wie auch immer. Aber das ist auch wieder so eine Klinge, wo du merkst, boah, die ist scharf, aber irgendwie, da muss ein bisschen mehr Druck dahinter und ist doch mehr, sage ich mal, für schwerere Aufgaben ausgelegt als jetzt vielleicht ein normales Schweizer Messer. Ich würde mal hier der Härtegrad von dem 440C interessieren, wie sie bei diesen Jagdtaschenmesser, auf was sie den härten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie da ans Maximum vom 440C gehen. Auf jeden Fall eine unglaublich bullige Klinge in diesem Style, wie ich es eigentlich noch nie gesehen habe.
4 mm stark. Hier hinten schmäler und nimmt nach vorne mindestens 2 mm zu. Es ist keine Recurve, würde ich jetzt sagen, sondern einfach nur vorne etwas bulliger, ne? Beim Schneiden wird man wahrscheinlich eher im Schnittgut dann eben nach hinten rutschen, dass man eben nicht rausrutscht durch diese ganz leichten, ja, Abfall hier an der Klinge. Rutscht man wahrscheinlich eher nach hinten und kann so besser. Ich habe noch nie ein Tier aufgebrochen, aber das wird schon seine Bewandtnis haben, wenn die hier seit 100 Jahren Jagdtaschenmesser in diesem Stil bauen. Dann hat das mit Sicherheit einen Hintergrund. Aber im Großen und Ganzen ein schönes, schweres, attraktives Taschenmesser. Man muss natürlich sowas mögen, ne? Wer auf taktisch G10 und Mikada steht, ist natürlich hier falsch aufgehoben, ne? Das ist halt ein klassisches Jagdtaschenmesser mit einer Klinge von 85 mm Gesamtlänge, mit einer brauchbaren Schneide von so 78 mm und einer Gesamtlänge von 19,6 mm. Extrem ist natürlich das Gewicht, sag ich mal, für die Größe von Taschenmesser. Wenn wir uns hier mal das Schweizer Gegenstück dazu holen, ne? Das ist ja auch recht großes Taschenmesser, ne? Ich glaube sogar noch größer ein bisschen, ne? Ja, ähnlich. Ein paar Millimeter vielleicht. Das Teil wiegt hier zum Beispiel mit diesem Lanyard dran 104 Gramm, was 3,75 Unzen sind. Das ist relativ leicht, sage ich mal, für diese Größe. Das ist so, ne, Paramilitary 2 Gewicht. Und also legen wir mal hier den Brocken hier drauf. Das Ding hat 171 Gramm, ne? Das ist schon mit über 6 Unzen ein ordentliches Teil für die Hosentasche. Und sowas gehört schon eher in eine Gürteltasche, ne? Eine Gürteltasche an den Gürtel. Das hat ja schon das Gewicht eines ausgewachsenen Leatherman-Multitools. Obwohl hier dieses Cold Steel ist auch nicht gerade leicht, weil da wurde auch nicht an Material gespart, ne? Zwei massive Stahlplatinen drunter. Wir haben hier 6,4, ne? Das hat sogar noch ein paar Gramm mehr, ne? Das wiegt noch 10 Gramm mehr. Genau, 10 Gramm mehr. Würde man die Messer gar nicht ansehen. Hätte jetzt auch wetten können, dass es leichter ist. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Messer so unglaublich breit ist. Da kommt dir das Gewicht nochmal ganz anders vor. Ja, nichts für die. Für los in der Hosentasche zu tragen. Hier bei dem Messer hat man wenigstens Glück, da hat man einen Clip dran. Da kann man natürlich dann schön in die Hosentasche klippen. Ich finde, das ist auch ein interessantes Messer. Gefällt mir auch sehr gut. Auch so ein bisschen jagdlich gehalten. Das sind natürlich keine Horn, das sind Kunststoffgriffschalen. Mit Clip umsetzbar. Auch sehr schönes jagdliches Taschenmesser. So ein bisschen im Hillbilly-Style. Ne? Aber heute sind wir bei diesem Taschenmesser. Habe ich aus einer Sammlungsauflösung bekommen und wenn man sich so die Klinge genau anschaut, damit ist noch nie irgendwas geschnitten worden. Die kam wirklich in einem tadellosen Zustand. Ich musste es nur ein bisschen sauber machen, ölen. Stand wahrscheinlich einige Jahre irgendwo rum oder lag irgendwo rum, aber hat keine Benutzungsspuren gehabt. Von daher war das ein interessanter Kauf, denn diese handgemachten Solinger Jagdtaschenmesser sind alles andere als günstig. Dafür bekommt man eben ein gutes handgemachtes deutsches Taschenmesser. Hier sehen wir nochmal das, hier sehen wir nochmal das Duo. Das ist ein Riesenklopper. Ne? Hier haben wir 10 cm Klingen und ebenfalls nochmal so eine Säge. Mit Kapselheber als einzig beide Werkzeuge. Hier sind beide Werkzeuge über ein Backlock, über so einen amerikanischen Backlock, ne, mit versenkt in der Griffschale verriegelt. Da haben wir aber auch eine UVP von 195, ne? Ebenfalls der 440C. Hier haben wir so Backlockmesser mit
verschiedenen Griffschalen. Und hier nochmal die andere Familie, eben das Quattro Jagdmesser. Gibt es inzwischen in zwei Ausführungen, einmal mit Hirschhorn. Wer es nicht ganz so klassisch mag, gibt es auch mit Mikada. Hier haben wir noch diese kleine Aufbruchklinge, die hier vorne eben stumpf ist, um nicht hier im Tier beim Aufbrechen Magen, Darm oder irgend sowas aufzuschneiden, was das ganze Wildbrett eben dann kaputt machen würde. Ne? Auch Klinge, Säge, Korkenzieher, schön mit Mikada-Griffschalen, roter Fieberunterlage. Die hauen aber ganz gut rein, ne? Das mit Hirschhorn 2,45 UVP, natürlich Straßenpreis etwas günstiger, aber nehmen wir mal die UVP und hier 2,15. Und hier haben wir das Trio mit, interessant, auf der Website steht 205, hier im Katalog haben wir 199,95, sei es drum, 200 € ist ein stolzer Preis für ein Taschenmesser, aber wir bekommen ja hier keine totale fertige Automatenware, sondern da steckt auch noch viel Herzblut und Handarbeit drin und ist halt made in Germany, ne? Schweres Solinger Jagdmesser. Ja, man muss drauf stehen, auf solche jagdlichen Geschichten. Viele dieser in Solingen produzierten Messer von Böker sind eben ein bisschen jagdlich ausgerichtet. Ne? Dann gibt es auch noch schön die Sportreihe, ne? Die Sportmesser sind auch schöne Messer. Und auch hier Arbolito, so Argentinien ist sehr jagdlich ausgelegt. Und sonst muss man halt bei Böker Plus reinschauen. Hier sind dann mehr so die Taktiker zu Hause. Ne? Haben wir hier noch klassischer, hier gibt es sogar jetzt neu klassischen Böker Automatik in klassischer Ausführung mit Hirschhorn, ne? Auch interessant. Viel mit Damast. Na gut, aber Solinger Damastmesser, ja, die sind halt nicht nur leicht über meinem Budget, sondern ganz ordentlich. Und hier natürlich die absoluten Sammlerstücke mit Dino-Knochen und Mammut-Elfenbein und Mammut-Backenzahn und Griffschalen aus echten Mammutzahn. Ne? Cool, ne? Sowas ist dann was für die Vitrine. Ja, Böker Jagdtaschenmesser Trio. Schönes, klassisches Taschenmesser aus dem Hause Böker. Heute schön zum Nationalfeiertag. Okay, Leute, da würde ich mal sagen, danke fürs Reinschauen, Bewerten, Kommentieren. Euch allen da draußen jetzt auch noch einen schönen Feiertag. Wir sehen uns hier bald wieder beim Hillbilly auf dem Kanal, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin, ciao, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und haltet stets ein Taschenmesser griffbereit. Bye, bye, euer Hillbilly. Tschüssi, macht's gut.